Keine Frage, die gestrigen Aussagen der Fed waren überraschend hawkisch. Die Dotplots haben die Märkte verunsichert. Jerome Powell hat versucht, das Ganze ein bisschen zu relativieren, aber in der Summe war das viel, viel hawkischer als erwartet. Und wir sehen heute eine merkwürdige Reaktion an den Märkten. Während Gold und andere Metalle geradezu crashen, Palladium, Silber, alles sehr, sehr stark, Kupfer, alles sehr, sehr stark unter Druck, sehen wir auch den Dollar stark aufwerten. Auch das eigentlich logisch angesichts der hawkischen Aussagen der US-Notenbank. Aber die Aktienmärkte relativ unbeeindruckt, der Nasdaq sogar deutlich im Plus, S&P 500 auch leicht im Plus, Dow Jones im Minus, Russell 2000 deutlicher im Minus, aber passiert nicht so viel. Meine Vermutung, das ist dem morgigen Hexensabbat geschuldet. Da werden wir wahrscheinlich für die Aktienmärkte erst in der nächsten Woche wissen, was da wirklich genau gespielt wird. Und wir sehen, dass heute die Renditen auch wieder ein bisschen nach unten gehen. Das scheint nicht so logisch, während der Dollar geradezu nach oben explodiert. Das passt nicht so richtig zusammen, aber wir haben wahrscheinlich hier eine Sondersituation, wie wir an diesen sogenannten Reverse Repos sehen, wo Banken ja extrem viel Cash hinterlegen bei der US-Notenbank, um Collaterals zu bekommen, um Staatsanleihen zu bekommen. Und gestern wieder mal 520 Milliarden Dollar, die US-Banken da geparkt haben. Und das sind alles im Prinzip immense Summen, die so vorher noch nie der Fall waren. Also, wir haben eine Divergenz der Märkte. Da spielen die einen die hawkische Linie und die anderen sagen auch, das war doch nichts. Die Fed weiß nicht, was in 2023 passiert, wo ja die Dotplots sagten, da werden zwei Zinsanhebungen stattfinden. Aber wie gesagt, bei den Aktienmärkten, die haben gelegentlich eine etwas längere Leitung. Da würde ich abwarten, was nach dem Hexensabbat passiert, denn wir haben hier eine sehr, sehr große Gamma-Exposure, das heißt, die Absicherungen, die Market Maker hier eingegangen sind, vorwiegend auf der Long-Seite, die werden dann aufgelöst und dann wird das Spiel neu begonnen, dann werden die Karten neu gemischt. Schauen wir uns mal die Dinge der Reihe nach an. Wir haben hier offenkundig jetzt eine Verunsicherung bei der Fed, das ist gestern klar geworden. Die Fed hat immer gesagt, ja Mensch, wir lassen die Inflation ein bisschen überschießen. Hauptsache die Wirtschaft kommt in Gang, davon ist jetzt irgendwie nicht mehr so wirklich die Rede, sondern man macht sich offenkundig Sorgen um die Inflation. Und das gestern, was wir da gesehen haben, das war die Reaktion. Das war ein Ausdruck dieser Verunsicherung. Wir sehen hier einen Tweet von Liz Ann Saunders. Hier sagen mehr und mehr Fed-Mitglieder, dass wir wahrscheinlich sogar überschießen in der Inflation, dass da Upside Surprises zu erwarten sind. Also man erwartet, dass die Inflationsdaten wie zuletzt weiterhin über den Erwartungen reinkommen, auch wenn nächsten Monat aufgrund des Basiseffektes die Dinge sich ein bisschen beruhigen dürften. Aber das war sozusagen das Spielfeld, auf dem die Fed sich bewegt hat, aufgrund der Verunsicherung über die Inflation. Und in der Tat, die Inflation in den USA ist ja viel, viel höher als etwa in der Eurozone oder in anderen Regionen. Und wir sehen hier mal eine Auswertung von Arbor, wie es denn ausschaut mit hawkischen Statements und dovischen Statements innerhalb der verschiedenen Notenbanken. Hier hellblau sehen wir die Fed sehr, sehr hawkisch, die anderen sind noch ziemlich dovisch. Das erklärt, warum der Dollar jetzt deutlich zulegt, der Devisenmarkt spielt, also diese hawkische Karte. Der sagt sich, ja Mensch, Tapering, das könnte schon bei der nächsten Sitzung vielleicht im Juli angekündigt werden. Paul hat ja gestern gesagt, we are talking about talking, also da könnte etwas kommen. Und hier sehen wir den Dollar, der jetzt an seiner 200-Tages-Linie kratzt. Das erste Mal seit mehr als einem Jahr oder knapp einem Jahr genauer gesagt, dass der Dollar jetzt hier ja diese 200-Tages-Linie nach oben durchbrechen könnte. Das wäre ein Kaufsignal, wenn dieser Bruch gelänge. Hier unten sehen wir eigentlich eine sehr schöne Bodenbildung, die da stattgefunden hat. Ein stärkerer Dollar ist normalerweise vor allem schlecht für diejenigen, die in Dollar verschuldet sind. Das sind die Schwellenländer, aber ist normalerweise auch nicht so gut für die Finanzmärkte insgesamt. Normalerweise ist Dollarstärke nicht gut für die Märkte, Dollarschwäche gut für die Märkte. Das ist so ein bisschen das Muster, das sich zumindest in den letzten Jahren eingespielt hat. Und hier sehen wir mal einen Chart, da sehen Sie unten Gold. Das ist im Sinkflug und oben, das ist noch ein Chart von heute Morgen. Sehen Sie den Dollarindex und die Renditen für US-Staatsanleihen. Macht also schon irgendwie Sinn. Normalerweise entwickelt sich das gegenläufig. Steigt der Dollar deutlich, dann ist das ein Problem für Gold vor allem. Gleiches gilt für
die US-Staatsanleihen, wenn da die Renditen steigen, dann werden eben Anleihen attraktiver, die ja eine Verzinsung haben. Je höher die Verzinsung, umso attraktiver in Relation zunächst mal zu Gold, zumindest im kurzfristigen Zeitfenster. Und hier sehen wir, dass auch die sogenannten Real Yields, also die realen Renditen, gestiegen sind, und Gold folgt sehr stark vor allem diesen Realrenditen. Hier sehen wir, dass die also etwas weniger negativ geworden sind, diese Realrenditen, und das belastet Gold, das belastet die Industriemetalle insgesamt. Aber wenn wir uns jetzt mal Gold im Chart anschauen, hier eine Grafik von Sven Henrik von Northman Trader, dann sehen wir, da ist das Potenzial zumindest für eine inverse SKS, also eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, wenn hier eben die Nackenlinie nicht unterschritten wird. Diese Nackenlinie, die wäre so bei dem Tief, das wir gesehen hatten Anfang 2021, ebenso in dem Bereich 1720, da sollte der Goldpreis nicht runter, dann wäre das alles noch intakt. Vorhin waren wir so im Bereich 1780, also 60 Dollar wären da noch. Könnte also noch klappen. Das ist zumindest die Hoffnung jetzt der Goldbullen. Aber wird die Fed, und das ist eben jetzt die entscheidende Frage, so ein bisschen überreagieren? Wird sie einen Fehler machen, einen Policy Mistake, wie es im Angelsächsischen heißt? Mohammed El-Erian fürchtet das. Der sagt, ja, die haben zu lange jetzt so ein bisschen zugeschaut, und jetzt kann sein, dass sie dann zu stark auf die Bremse treten mit Tapering, mit eben dem Liebesentzug gewissermaßen, der Absage an die unendliche Liquidität, und möglicherweise ist da etwas dran, denn vielleicht haben wir schon den Hochpunkt des Booms, vor allem in den USA, was die Wirtschaft betrifft, schon hinter uns wieder. Das zeigte zumindest der folgende Grafik, beziehungsweise jetzt hier dazwischen geschoben noch eine Einschätzung, was könnte denn die Fed eigentlich daran hindern, das umzusetzen, was sie faktisch gestern ja angekündigt als Szenario entworfen hat. Da hat Goldman Sachs drei Punkte, nämlich wenn die Inflation dann doch nicht so hoch ist, das muss man abwarten, wenn wir ein schlechteres Wachstum sehen als erwartet und wenn wir tighter financial conditions sehen, also wenn die Finanzbedingungen sich wieder ein bisschen verschärfen, die ja derzeit ultra lax sind, dann könnte die Fed nochmal umdenken. Und manches deutet darauf hin, dass dieser Boom eben, wie gesagt, schon ein bisschen abgeebbt ist. Hier haben wir mal eine Grafik von Lance Roberts, die zeigt Bankloans, also die Kredite der Banken, und die Geldumlaufgeschwindigkeit. Und wir sehen, dass die Geldumlaufgeschwindigkeit hier dunkel in diesem Chart massiv gefallen ist aufgrund von Corona, dann sich ein bisschen erholt hat, aber nicht wirklich in Gang kommt. Und normalerweise ist ein Anziehen der Geldumlaufgeschwindigkeit ein wichtiges Kriterium für die Entstehung von Inflation. Und wir sehen, dass die Bankloans zurückgegangen sind sogar, sich nicht wirklich erholt haben, was wiederum zeigt, dass eigentlich das, was die Fed erreichen will, nämlich die Kreditvergabe zu stimulieren, dass das nicht wirklich passiert ist, dass also das Ziel der Fed hier eindeutig verfehlt wird. Also kann es sein, dass die Fed hier frühzeitig versucht, einen Ausstieg aus dieser ultralaxen Geldpolitik zu machen. Und diese Geldpolitik, das sei vielleicht hier nochmal gezeigt, die ist nicht gerade hilfreich für die Gesellschaft gewesen, weil sie eben die Vermögenspreise massiv nach oben gebracht hat, Aktien und Immobilien. Und es zeigt, dass eben die Gesellschaft in den USA, und das gilt weltweit wahrscheinlich oder gilt zumindest für die meisten westlichen Länder, dass diejenigen noch reicher geworden sind, die auf diesen Assets sitzen, auf diesen Immobilien sitzen, auf Aktien sitzen. Und wir sehen, dass jetzt 10% der amerikanischen Haushalte 90% des Aktienmarkts besitzen in den USA. Die obersten 1% fast die Hälfte. Also das ist schon enorm, das ist absurd. Das alles wird ja getriggert, auch durch diese Geldpolitik der US-Notenbank. Sie müsste eigentlich aus gesellschaftlicher Verantwortung aus dieser Geldpolitik aussteigen, macht es aber nicht, weil man sich sagt, oh, dann ist es ja so, dass dann der Wohlstand vernichtet wird, wenn die Aktienmärkte mal ein bisschen fallen würden. Aber stimmt das, wenn nur die obersten 1% betroffen sind oder die obersten 10% der Amerikaner betroffen sind, die 90% der Aktien haben? Wir sehen hier zum Beispiel mal der Besitz von Corporate Equities, also Unternehmensanleihen oder Aktien, und Mutual Funds, also Fonds, bei den untersten 50% der amerikanischen Gesellschaft. Der liegt jetzt bei 0,6%. Diese Leute würde das alles also gar nicht treffen.
Das wäre nicht deren Problem, es wäre ein Problem der Reichen. Genau das ist das Thema. Die Fed betreibt faktisch eine Politik für die Vermögenden und wenn sie da aussteigen würde, dann würde das vorwiegend den Vermögenden wehtun. Die sitzen vorwiegend auch an der Wall Street und die wollen das natürlich nicht. Dementsprechend ist hier eigentlich eine völlig divergente Interessenslage erkennbar und wir sehen auf der anderen Seite, wie hier der Anteil eben an solchen Vermögensgegenständen gestiegen ist bei den Top 1% der amerikanischen Gesellschaft, die ja gut 52% dieser Assets besitzen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Die Fed hat dieses Auseinanderdriften der amerikanischen Gesellschaft, was letztendlich zu einer Präsidentschaft von Donald Trump geführt hat, deutlich forciert in den letzten Jahren in Reaktion auf die Dotcom-Blase, in Reaktion oder das Platzen der Dotcom-Blase, in Reaktion auch auf die Finanzkrise hat man versucht, die Wirtschaft zu retten, hat aber vorwiegend eben die Reichen reicher gemacht. Und die wenigen oder die meisten Menschen, denen hat das nicht viel gebracht. Hier sehen wir mal, wie sich diese Wealth Inequality zwischen den unteren 90% und den Top 1% entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Und da gibt es ein immer größeres Auseinanderdriften zwischen den obersten 1% und den unteren 90%. Das muss irgendwie wieder zusammengeführt werden. Und das wird durch diese bisherige Geldpolitik der Fed eben nicht passieren und ist nicht passiert. Kommen wir abschließend nochmal zu den Aktienmärkten. Ich hatte gesagt, der Nasdaq heute sehr, sehr stark. Da ist wahrscheinlich so ein bisschen eine Schieflage, ein Gamma-Squeeze der Fall jetzt vor dem morgigen Hexensabbat. Wir sehen hier eine Analyse, wo eigentlich der Gamma, das Interesse in Gamma wirklich vorhanden ist. Also wo müssen die Market Maker sich absichern? Und da gibt es vor allem das Niveau bei 4.200 Punkten. Wir waren gestern im Tief bei 4.190 Punkten, jetzt beim S&P 500 und auf der Oberseite 4.225 Punkte. Da sind wir heute schon mal dran gelaufen. Also es ist ein Ziehen und ein Zerren am Aktienmarkt. Ich würde die heutige Entwicklung nicht so ernst nehmen. Auch morgen wird es wahrscheinlich so ein Hin und Her geben. Die Richtung wird sich dann in der nächsten Woche bei den Aktienmärkten klären. Gold dann weiter unter Druck. Perspektive spricht ja einiges für das gelbe Edelmetall, aber derzeit eben unter Druck. Die Metalle, die zuletzt ja sehr, sehr gut gelaufen waren oder wochenlang, monatelang gut gelaufen waren, die sind alle schwer unter Druck. Die Renditen sind wieder ein bisschen nach unten gegangen, die Aktienmärkte sind ein bisschen indifferent und der Dollar, der schießt nach oben. Das wird wichtig sein zu beobachten, ob der Dollar weiter stärker wird. Das wäre dann nach meiner Auffassung nicht ganz einfach für die Märkte zu verarbeiten. Aber die Entscheidung in der nächsten Woche, was die Aktienmärkte betrifft. Ich wünsche jetzt vorzeitig ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, weil morgen weder Ausblick noch Marktgeflüster stattfinden. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.